Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mortal Kombat Deception Part 14. In diesem Part werden wir mit Hotaru spielen. Das Alternativkostüm. Und übrigens Leute, ich spiele die ganze Zeit mit einem Controller. Nicht mehr mit Tastatur. Ich probiere mal meinen Controller aus. Gucken, wie es sich jetzt damit spielen lässt. Ja. Und wir kämpfen wieder mal gegen Sindel. Ja, Hotaru hat meiner Meinung nach wenig Special Moves, nur zwei Stück, aber egal. Trotzdem kann ich mit ihm einigermaßen gut umgehen. So. Nein. Naja, wir werden es ja dann sehen, wie es hier weitergeht. Muss ich aber ehrlich zu sagen überlegen, wo ich X und Y hingelegt habe. Ich glaube, genau, das ist ein weiterer Special Move. Vielleicht schaffe ich jetzt die Kombo, damit wäre sie dann vielleicht sogar erledigt. Nein, nein, ich war zu nah. Egal. Die Kombo werdet ihr dann noch sehen, die ich meine. So, das war's. Geh sterben. Und jetzt kämpfen wir gegen Li Mei. Mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Ladescreen. Ja. Ladescreen. Nein, wir kämpfen jetzt. So. Gucken, ob ich hier die Special Move Combo hinkriege. Sage ich jetzt einfach mal. So, du stehst wieder. Du stehst viel zu nah. Hallo, ich möchte meinen Zuschauern gerne etwas zeigen, aber. Nein. Okay. Das wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber egal, jetzt sind wir schon mal hier. Und jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir ja runter. Und jetzt, ja. Komm, mach. Genau, die habe ich gemeint. So, schön die Special Moves kombiniert. Und jetzt den Kampfstil und zack und. Schönes übergreifende Kombo. Man läuft doch weiter. Ich meine sogar, wenn ich mich nicht irre. Egal. Was soll's? Wir haben gewonnen. Ich meine, ich könnte ungefähr noch ein Vitality von Notaro. Versuche einfach mal ein bisschen was herumzudrücken. Irgendwann müsste ja gehen. Ich weiß nämlich noch ungefähr die Richtungen. So, jetzt hier gegen Kenshi wieder in Quan Chis Festung. Aua. Aua. So. Nein. So, jetzt. So, kämpfen wir mal mit der Waffe. Damit ihr die auch mal ein bisschen näher kennenlernt. So, jetzt holt er auch seine Waffe raus. Ist aber egal, so. Nein, ich wollte gar nicht springen. Ich wollte nicht springen. Verdammt. Ich wollte gar nicht springen, aber der springt ja einfach. Was kann ich denn dafür? So, das war's. Das war's. Gucken, ob ich jetzt hinkriege. Nein. Ach, egal, Leute, vergesst es einfach. Vergesst es einfach. Egal, scheiß auf den Vitality. Kostet nur Zeit, Leute, und wenn ihr euch alle Fitalities ansehen wollt, geht einfach in im Internet ein, wo ihr kommt, Deception Fitalities. Da könnt ihr euch alle angucken. Ich bin jetzt einfach weiter die Arcade-Leiter durch. So, jetzt kämpfen wir hier gegen Kane. So, ich versuche mal, was zu machen. So eine doppelt übergreifende Kombo. Okay, Y und B. Also Y und B. So. So, ich glaube. Ah, jetzt hat er das letzte nicht mitgemacht. So, versuche. Nein. Hätte mich jetzt nochmal geschlagen, wäre ich da runtergeflogen, Leute. Ja, leck mich, Liu Kang. Aua. Autsch. Auf den Kopf drauf.
Und da kommt er auch einfach mal lässig runtergesprungen. Aber egal. Das soll mich nicht weiter stören. Natürlich muss er jetzt blocken. So. Komm jetzt. Jetzt mach deine dumme Combo. Ha, geht doch. Was gibt's mir ein Pigua-Kampfstil? Das sollte es dann auch gleich gewesen sein. Ja, das war's auch. Ach, ich wusste, dass er einen Harakiri machen oder wollte. Wollte. Auf Wiedersehen. So, gegen wen kämpfen wir jetzt? Ach, gegen Raiden. Heslon. Raiden, der Heslon. Ich hasse Raiden. Schwör Raiden. Es überrascht mich schon, dass dich so viele mögen. Aber wenn du im Film, also es gibt ja immer, du kommst mit Film, da ein bisschen lustig ist. Ja, hallo, darf ich vielleicht auch mal angreifen? So, Raiden, komm. Na komm, Raiden, versuch mich doch anzugreifen. Ah, Raiden. Machst du gar nichts mehr, oder? Oh, Bastard. Jetzt lassen wir büßen, Raiden. Was ist sowas von? So, komm. Ah, schon wieder nicht das L mitgemacht. Egal, Raiden, du bist tot. Juhu, das war's, Leute. Wir haben's geschafft. Wir haben Raiden besiegt. Und willkommen zu Kira. Und so, ich kämpfe wieder mit dem Schwert, weil das Schwert ist eh cooler. Wenn schon in der Arena sind, dann nehme ich doch das Schwert, Leute. Aha! Nein! Aua! Okay, du hast es ja nicht anders gewollt, also. Na, die blockt aber jetzt auch einiges ab. Leute. Ah, komm! Verdammt! Komm. Komm, Kira, ja, zack. Ah, geht doch. Au, ja, voll in die Augen. So, geht doch. Egal, geh sterben. Das war's. Und willkommen zur Noob Smoke. Mit Hotaro gegen Noob Smoke. Mal gucken, wie es jetzt hier laufen wird. Lass mich mal raten, was du gleich machen wirst. Gucken, ob ich recht habe. Ah, nein, er läuft auch er läuft nur erstmal. Und ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt den Schlag machen möchte als erstes, aber da bin ich irgendwo schon zuvor gekommen. Okay, für ja meine Waffe. Hotaro, mach mal bitte deinen Special Move. Das wäre wirklich sehr nett von dir. Und komm. Ah, eigentlich wollte ich diesen Special Move hier machen. Yeah. Geht doch, geht doch, geht doch. So, nehmen wir wieder mal die Shen Fan. Oder Ba Shen Fan, glaube ich, wird es ausgesprochen, die Kampfart. Und erledigen ihn dann auch. Auf Wiedersehen. Das war doch recht okay, Leute. Oder was meint ihr? Gehen wir jetzt gegen Onaga mal gucken, was wir gegen ihn so ausrichten können. Hoffentlich sehr viel. Ich glaube, wir können ihn recht leicht erleben. Wenn Hotaro seinen Versuch dann macht, dann glaube ich, dann wird das hier auch wirklich kein Problem. Ja, und gib jetzt nichts so an, Onaga. Das
Das machst du in jedem Part, aber egal. Runde 1. Also auf geht's, es gibt sowieso nur eine Runde. Man kann auch auf 2 einstellen, aber sonst wäre das. Was auch immer, habe ich keinen Bock, außerdem wird das Video dann noch länger. Mit einer Runde ist es doch recht okay. Ah, so. Geht doch. Block ab. Block wieder ab. Und nächstes Special und nächster Special Move Attacke. Nochmal. Nein, nein, er ist ausgewichen. So, aber ich jetzt konnte ich nochmal angreifen. Und nochmal. Sieht zwar nicht besonders viel ab, aber egal, komm schon. Die schaffe ich ja auch noch. Nein. Nochmal eine andere Special Move. Ich schaffe ich nochmal den Stil übergreifen. Dann kommen wir mal gucken, wie die, mal gucken, wie viel die abzieht. Zack, zack. Ja, nicht besonders viel mehr, aber egal. Schaden ist Schaden, Leute. Kommt da. Kommt schon. Nein, nein, nein. Aua. Oh, das tut weh. Verdammt, aua. Mann, geschafft. Tschüss. Und das war's, wir haben es geschafft. Gegen Onaga. Auf Wiedersehen, Onaga. Macht's gut. Ja, wenn ihr mal fragt, wie ich das gesagt habe, ich wohne hier nicht alleine, Leute. War mein Vater. Geht jetzt weg, habe ich kurz Tschüss gesagt. Und das war's jetzt auch wieder, Leute, mit dem Part. War recht schön. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, wenn nicht auch einen Daumen runter. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, auch über ein Abo. Und Leute, macht's gut. Bis dann. Oh, soll ich schon weiter die Aufnahme beenden, aber ihr kriegt dann noch das Ende zu sehen. His fate served as a reminder to all who would challenge the authority of the Dragon King.